Der Herr Vizekanzler. Klimaterroristen. Also ich finde, das kann man so nicht durchgehen lassen. Quasi herandrohenden terroristischen Aktionen. Das ist viel interessanter, finde ich. Ich näher mich ja dem eh an zwischendurch. Gerade wenn es um Terrorismus, Gewalt geht. Und das hat auch mit Diktaturen zu tun zum Beispiel. Da geht der Terrorismus vom Staat aus. Das wäre auch mein Zugang. Weil die Debatte, darum geht es gar nicht. Ich würde es nicht unwidersprochen hinnehmen, ja, gesprochen. Das werde ich jetzt nicht machen. Ich mag nicht Klimaterroristen. Aber es ist eine Diktatur mit den grausamsten Menschenrechtsverletzungen. So wie wir damals. Okay. Ist so. Terrorismus, das ist ihr Hauptagitationsfeld, mit Recht. Weil. Diese jungen Menschen beeinträchtigt ist. Was sind Motive junger Menschen? Die haben das eh erkannt, um was geht. Sind dort verprügelt worden dafür. Dafür dient mein Plädoyer. Ich war lang genug Abgeordneter hier. Aber danke, dass Sie es angehört haben. Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen war das mit einer sehr aufgebracht.